guck mal, der Lebensstrom da im Hintergrund. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danilo LP. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin hier in der Gold Saucer immer noch. Wir sind hier immer noch einige Sachen am Abchecken, die wir noch nicht erledigt haben in der Coral-Region. Und ja, ich wollte mal hier ein bisschen Blut der Königin spielen, weil da war etwas, was mich sehr interessiert hatte, als ich da mal offscreen nachgeschaut habe, was das hier ist, ne? Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten hier oder doch, ne? Ja. Und zwar hier, unter Überlebenskampf, ne? Eigene Bestleistung, ne? Zielvorgabe, ne? Und da steht bei 10 Punkten Karte Sephiroth. Da habe ich mir auch genau gedacht, was? Also, ja. Das interessiert mich schon so ein bisschen. Aber gucken wir erstmal, was die anderen Sachen hier so zu bieten haben, ne? Das hier ist Level 4. Was soll man das, ne? Mal ein entspanntes kleines Kartenspiel machen, ne? Wird schon klappen, ne? Blut der Königin hat irgendwie seine Schwierigkeit hier verloren seit einer Zeit. Nur ob das immer noch der Fall sein wird, mal schauen, ne? So, ich bin auf der rechten Seite. Was? Oh ne! Jawohl, das ist eigentlich ein guter. Guter Start dann ja, ne? Ja. Das ist ein richtig guter Start hier mit den Typen. Nein, ich bin auf die andere Seite kommentiert. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay, warum nicht, ne? Machen wir so. Das ist irgendwie. Das war was Neues. Oh nee, jetzt hat er mich hier abgeblockt. Das gibt's nicht. So, ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass er mir nicht, er wird mir das hier wegnehmen. Cool. Oh, ich habe nicht so ein gutes Team hier, nicht so ein gutes Startteam hier gerade. Okay, das ist ein bisschen doof hier gerade. Nicht so ein gutes Startteam hier unten. Na super, ich komme ja nicht mehr. Super. Also dann habe ich schon verloren eigentlich, ne? Ja. Okay, nee, noch mal neu. Da wird hier so nicht klappen. Oh nein. Ne? Ich will den Shiva raus hier. So, der Start ist ehrlich gesagt nicht schlecht, ne? Den können wir ruhig mal beim ersten Mal ziehen. So, der Kaktor ist natürlich jetzt nicht mehr so dolle, weil er halt so, wie mache ich das denn? Er hat aber auch eine richtig dämliche Karte hier gespielt am Anfang. Was soll's denn dagegen machen, ne? Also nicht. Aber so. Ja, jetzt tut mir nicht wieder direkt alles wegnehmen, wenn es geht. Er hat schon wieder gemacht. Ah, mein Team ist auch noch so richtig fokussiert darauf, irgendwie ja, die linke Seite, die rechte Seite hier zu besetzen, ne? So. Oh, du hast gerade dir alles vermasselt. So, jetzt kann ich einmal meine Charaktere hier hochbuffen mit ihm. So, mach jetzt kein Mist. Sehr gut. Sag mal, was ich alles hochballern kann. Boom. So, ich glaube nicht, dass der hier noch. Oh Gott. Ah, du Sack. Boah. Super. Nee, ich muss ein Ding hier noch sichern. So. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Na, er hat mir schon wieder weggenommen. So, ich habe noch 2 Dreier. Da kann ich noch was Dickes rein platzieren, wenn ich was hab. Alter! Wenn wir auf den. So. So, what?
Gott. Oh, warte mal, ich bin auf der rechten Seite. Ne, warte mal, sind meine Punkte jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite? Auf der linken Seite sind meine Punkte, oder? Okay, mach. Boah, direkt in mein Face hier. Ja, rechts sind seine Punkte, ne? Links sind meine, oder? Okay, ich gewinne, ne? So, ja, stimmt. Links steht auch. Steht auch Cloud. Aha. Okay, aber warum habe ich noch mal 10 Punkte? Was? Keine Ahnung, ich habe gewonnen. Das ist alles, was zählt. Okay, Unterstützpartie. Herzloser Chatley. Die Unterstützkarte Chatley hinzufügen. Du kannst auf einer von der gegnerischen Karte umlegen, um sie zu überschreiben. Was? Okay, gib. So, hauptsache ich spiele wieder auf der linken Seite jetzt. So, hey. Aber jetzt brauche ich euch noch nicht. So, ich soll vielleicht mal meinen Controller ja einstöpseln. Ersetzt eine verbindete Karte und erhöht die Stärke von verbindeten Karten im Feuchtbereich und beim Wert von zerstörten Karten. Ich dachte, ich kann die auf die gegnerische Karte platzieren. So, ich habe ein richtig dämliches Blatt, sehe ich gerade. Das Blatt ist ziemlich blöd. Da brauche ich mal Controller am Vibrieren, wenn er Karten zieht. Ich verstehe es nicht. So. Nein. So. Oh, das glaubst du mal selber nicht. Überschrieben. Entschuldige, was? Ja, schon fünfer Typen mir. Oh mein Gott, ich habe voll dämliche Karten. Ah, ich kann die auf meine Karte. Ah. So, warte mal. Nee, da wird nichts bringen. Ich kann den gar nicht auf. Meine Hand ist ziemlich doof gerade. Ich will den seine Karten nicht hochleveln. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich hier machen kann gerade. Mal den hier. Na, passiert, wenn ich den Kaktor nicht als erstes ziehe. So. Oh, du hättest gerade zwei meiner Sachen hier wegnehmen können. Ey, Leute, ich komme hier nicht. So, ich kann diese Karte hier schwächen. Wenn ich hier hingehe, dann kann ich hier dafür sorgen. Kann ich das hier abblocken? Nimm das, boom. Deine Karte wird jetzt schwächer. Okay, genau das wollte ich haben. Ausgezeichnet. Wow. Die einzige Karte, die ich hier eben platzieren kann. So, ne. Ja, da war mehr Punkte als ich. So, mach jetzt keinen Mist. Der hat auch Chatley, was? Halt, warte. Machen wir hier. Dann haben wir da Gleichstand auf der linken Seite. Unten wird er mich bestimmt nicht mehr einholen, obwohl. Na, jetzt kann ich da oben noch einen platzieren. Das gibt's nicht. So, wie mache ich das? Ich glaube, ihn will ich noch ganz am Ende hier platzieren, ne? Äh.
Wieso kriegt er Buffs, wenn ich meine Karte entschuldige, was? Okay, aber ich habe mehr Punkte danach, ne? So, guck mal. Dann platziere ich am Ende noch Chatley, ne? Ich habe gewonnen, ne? So, pass auf, hier, boom, boom. Wo platziere ich den Typen, ne? Guck mal hier. Alle gewonnen. Ausgezeichnet. Ich gewinne. Ich will die Chatley-Karte haben, die kann ich ja ganz am Ende noch platzieren, obwohl ich schon alles platziert habe. Ist ja voll geil. Gibt's von Mai auch eine Karte? Ich will von Mai eine Karte haben. Die finde ich schnuckeliger. Wenn diese Karte ausgespielt wird, dann stellt die Verbindung und gegnerische Karten auf den von den betroffenen Feldern. Okay. Gigatrice. Ifrits Flammen. Materia-Wächter. Einfach alle Bosse hier, ne? Ja, warum spielst du auf einen Spezialball? Zu Beginn bist du auf die Spiels vorfinden. Sie verstärkt Karten von diesem Effekt betroffenen Felder um sie herum. Ganz in der Mitte? Okay, zeig. Okay, Kaktor, sehr gut. Uff. Was ist das? Polygana Ifrit. Okay. Das sieht aber nicht aus wie der Original Ifrit von damals aus dem Original. So. Ich meine ja Kaktor, ne? Irgendwie sehe ich den seinen. Ja. Ah, ne, da oben war plus 5. So, das heißt, wer die meisten Dinger hier bekommt, das ist kein guter Start. Hey, was? Der ist doch andersrum, der Typ. Boah. Das heißt, ich möchte eigentlich so viele Dinger wie möglich haben, ne? Okay, machen wir so. Ja, warum kriegst du auch Buffs davon? Okay. Wow, 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 wow. So, ich sehe gar nicht die Dinger hier, die da platziert. So, da wird aber hier mehr Punkte bekommen. Nee, wieder gar nicht. Doch, wieder wohl. Ah, was soll's? Ich lenke ihn dann ein bisschen ab. Dann geht er da oben hin, ne? Wahrscheinlich. Ja. So, was passiert, wenn ich jetzt meinen Ifrit platziere? So, das muss ich eigentlich nur dafür sorgen, dass er hier nicht den Dings bekommt. In der Mitte wird aber. Ich nehme mal hier den Ifrit. Jetzt platziere ich meinen Ifrit neben deinen Ifrit. Oh, was machst du denn da? So, oh, ich habe aber da. Ah. Du tut musst dahin, Kollege. So. Also. Ich bin der einzig wahre Ifrit. Ja, genau darauf habe ich gewartet, du Stück. Jetzt komme ich da kackfrisch hin und nehme mir das weg. Haha. Okay, wird der Typ immer stärker irgendwie? Ja. Ich glaube, ich sollte ihn eher hier platzieren. Ah, boom. Genug Punkte. Haha. Mein Gott. Spiel so simpel. Mittlerweile. Wenn du schon so halbwegs einen Plan hast und irgendwie genau weiß, wie das Spiel funktioniert. Wie viele Punkte ich mal bekomme.
Yay, neue Karte, der wird Materiawächter. Hey, das war der Boss. Nee, warte, das war der Boss, der hier, gegen den wir mit Cloud und Sephiroth gekämpft haben am Anfang, ne? So, Johnnys 3-Sterne Hotel, okay. Während ich ja, ach so, wahrscheinlich war ich Dings hier, oder? Nee. Nee, ich habe eine Karte bekommen. Ja, meine Karten da ausgestellt oder was? Wieso habe ich jetzt von Johnny eine Dings bekommen? Habe ich noch gerade was anderes bekommen? Ich habe es nicht drauf geachtet. Ich nehme an, ich habe noch irgendwie so ein Dings hier bekommen, ne? Sephiroth. Ja, bitte. Natürlich, welche Sephiroths Karte, hallo? Ich weiß nicht, was dieser Spielmodus ist, aber okay. Da ist eine Truhe auf Kaktorius. Okay. Ist nicht genau, was Überlebenskampf hier ist. Ich hätte mir halt vielleicht mal durchlesen sollen. Muss ich jetzt 10 Kämpfe hintereinander machen oder irgendwie sowas? Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt. Diese Karte ist echt doof. Also ich möchte die noch, warum ich die noch dabei habe. So ein Kaktorios, nehmen einen Kaktor, warum nicht? So. Mitten in dein Gesicht. So. Jetzt muss ich ja 2 Felder retten, Kollege. Na, dieser Sack. Er hat beide gerettet. Das gibt's jetzt nicht. Boah. So, was ist mit dieser Schatztruhe da in der Mitte? In dieser Karte abgelegt wurde, wird deine Hand eine zufällige Reaktorenkarte hinzufügen. Oh. Ich verstehe es nicht. Okay, so. Sehe ich überhaupt neue Karten? Ich ziehe gar keine neuen Karten, oder? Okay. Ich habe gleich keine Karten mehr. Keine Ahnung. Oh, du Sack. Na, jetzt gewinnt er auch noch. Oh mein Gott, ey. Hat er noch gewonnen? Das gibt's nicht. Wenn wir denken können, dass das nicht so einfach wird, eine Sephiroth-Karte zu bekommen, ne? What? Hey, was? Ja, und nun? Jetzt bekommt, ah, okay. Wenn auf einen Feinposition Karten erscheinen, ja, von der ganzen. Ach, ich muss innerhalb von 3 Runden so viele Punkte wie möglich bekommen. Okay, was sind das für Karten? Ich glaube, ich sollte ja noch gar nicht spielen, ne? Weil das hier krasses Zeug ist, das die für mich auf mich machen, ja. Mit mir mich mit konfrontieren. So, keine Ahnung. Boah, Deutsch. Ja. Okay. Okay, lass mich gewinnen. Einmal wenigstens. Ich glaube nicht, dass ich genug Punkte bekommen werde hier, aber so was, ne?
Ah, verdammt. Jetzt kommt er hier und nimmt mir den gleich weg, ne? Na. So. Boom. Jetzt habe ich 19 Punkte, aber er kriegt auch 9 Punkte. Ich kann da nichts mehr platzieren. Nein. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade 10 Punkte noch bekommen. Okay. Keine Ahnung, aber das schon wieder. So, das der wäre. Oh, kann ich noch gar nicht? Nein. Komm schon, ich habe doppelt so viele Punkte wie der. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie mehrere Runden oder irgendwie sowas spielen, ne? Und das war noch richtig chillig für dich. So, machen wir das hier. Dann kriege ich nämlich noch zwei weitere Karten, die mir aushelfen könnten. Genau. Ich ziehe die Dinger gar nicht. Jetzt platziere ich 9. Ah, da kommt er jetzt hier wieder gleich. Warte, 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 warte. Nein, kann ich gar nicht. Ja, wie mache ich das hier? Der nimmt mir jetzt die Dinger gleich da weg. Das ist ein Problem. Mach mal so. So, komm. Ups. 7 Punkte hat er da oben. Der Sack. Ich kann den kaputt machen. Gott. Hat der da. Ich seh das gar nicht hier. Hat der da auch Dinger? Nee, ne? Ja, wäre eine Verschwendung, den hier zu platzieren, ne? Weil ich da 2 Punkte haben will. Na. Aber ich krieg ja keine neue Karte, ne? Nein. Ja, man, das. Ich kann ja gar nicht viel machen, sehe ich gerade. Ja, ich glaube nicht, dass das so gut war jetzt gerade. Nein, das war ziemlich doof sogar. Weil ich kann jetzt gar nichts mehr platzieren. Cool. Nein. Nein. So, hier hole ich 10 Punkte. Hey, da oben. What? So, das Beste, was ich jetzt noch machen kann, ist Shiva hier platzieren, ne? Boom. So. Er kann nichts platzieren. Doch, kann er, aber tut er nicht machen irgendwie. Yay, gewonnen, oder? Yay. Sind hat die 50 Punkte, die ich brauche, irgendwie um Gold zu bekommen oder so? Neue Karte, sehr viel raus. Da geht so was von in mein Deck rein. Natürlich geht sehr viel direkt in mein Deck rein. Da guck mal, wie viele Goldpunkte ich hier gerade bekommen habe. Ich habe eine sehr viel Karte. Was die Karte bringt, irgendwie nicht so. Wie tue ich mein Deck da? Ifrit, wir hatten eine schöne Zeit, aber hey, ich habe ja einen Zephyros. Ja, soll ich den mit Gasolum rausnehmen? Nehmen wir den heraus. Natürlich nehme ich. Ich habe eine Dio-Karte, sehe ich auch gerade. Details an. Anzahl der anderen Verstärkung verbinden und geschickten Schaden steigt die Stärke um 1. Weißt du was, den packen wir auch rein. Ja, noch so coole Effekte, ne? Speichern. So. Nein. So. Einfach Kreis, okay. Ja, aber die Karte will ich auch rausnehmen, die. Nein, boah.
Knöpfe. Diese Chocobos, die ich habe doch eine Johnny-Karte bekommen, ne? So, legendär. Oh. So, kann ich irgendwas hier reintun anstatt... Hat er auch drei. Wenn diese Karte ausgespielt wird, erscheinen Johnnys Doppelgänger auf eigenen umgesetzten Feldern mit Verstärkungseffekte, solange sie auf dem Spielfeld sind. Was ist das? Riesenrad. Eine Karte, die Position in Form eines Riesenrads hinzufügt. Diese Karte ausgespielt wird, erscheinen Johnnys Doppelgänger auf eigenen umgesetzten Feldern. Verstärkungsbecken, solange sie auf dem Spielfeld sind. Probieren. Wollte ich eigentlich gar nicht mehr schiebern, ne? Wird schon klappen, wird schon irgendwie funktionieren, ne, mit dem Deck. So, dann haben wir alles hier auch erledigt, ne? Bei dem Kartenspiel, ne? Bei dem G-Bike, und hier habe ich schon nachgeguckt, ist da Chatley? Ich sehe schon, das hier wird eine echte Herausforderung. Okay. Okay. Keine Ahnung, ich habe hier bei den Brawlers mal nachgeguckt, bei dem Motorrad, da ist nichts Neues entschieden. Letztens. Also, da gibt es nichts mehr zu tun. Ich nehme an, ich habe gerade irgendwie hat während des Kartenspiels bekommen, hat irgendwie so ein Souvenir war für Johnnys oder mein Hotel. Das ist mein Hotel, ne? Ich wohne da. Trockenäther, was? So, dann holen wir uns mal den Chocobo Jockey. Apropos Chocobo, wir sollten gleich mal hier beim Chocobo Square nachschauen. Ich glaube, da gibt es noch einige Sachen. Dann haben wir uns den hier, eine Actionfigur vom Cosmo Ritter. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ne, ne, wir haben noch ein Loveless Plakat. Barrett ist irgendwie vor den, vor diesem Plakat, wo man Jesse drauf sieht, voll fixiert. Ey. Er schaut sich das die ganze Zeit an. So, ich habe jetzt alles, ne? Außer dem Materialismus. Das einzige, was jetzt hier noch so. So, wir haben alles hier eingesackt. Cool. Ja, Juffi. Aber ich kann mit meinen Charakteren irgendwie nicht reden. Die wollen nicht mal mit mir reden. Warum denn nicht? Nur so eine coole Person, ja, mit der man sich unterhalten kann, ne? Was ist das? Das Hotel. Oh. So, da Chocobo Rennen, da ist nämlich noch was. Da habe ich noch nicht nachgeschaut, was da ist. Aber ich habe gesehen, dass da ein Ausrufezeichen ist. Also ist da noch was zu erledigen. Da kann man jetzt bestimmt Chocobo Rennen machen, ne? Pass auf. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nein. Yay. Dann zeig mal ja. Oh, ich habe auf mich gewartet. Schwing dich auf deinen Gefährten, Freund, und mach die Rennstrecke des Goldsosers unsicher. Ja, wissen wir alles. Ich habe die Story gespielt, danke. Oh. Okay, Schwierigkeitsgrad wählen. Drei Runden auf kurze Strecken. Anfänger, irgendwie kann ich nichts anderes wählen. Boah, ich bekomme ja voll Theoriten Final Fantasy Vibes. Dieses Rhythmus-Spiel für Nintendo DS, Nintendo 3DS. Carfunkel Cup. Mori Cup, Kaktoren Cup, Bomber Cup, Morbol Cup, Tomberry Cup, Qual Cup, Behemoth Cup, Ultima Cup. So, Party Legends. So, oh, aber die, was sind das für Belohnungen? Supertrank, Megatrank, boah. Party Kappe, Party Weste, Party Legging. Na gut, machen wir, ne? So. Oh, ich kann sogar, aber oh, ich kann die ganzen Schokobus, die ich hier, oh, da ist cool gemacht. Pico, Bell und Kyma. So, mit ihnen haben wir schon ein Rennen gemacht. Machen wir mit ihm sie. Hm. Ja, warum nicht, ne? Rennen beginnen. Ja, dann mal los. Jetzt gar nicht mehr, wie das geht. War so schwer, war nicht, ne? Glaube ich.
Sag mal, ja. Und hier ein ganzes Minispiel aus. Da erinnert mich an dieses eine Minispiel aus Kingdom Hearts Birth by Sleep, wo man ja mit dem Gleiter hier rennen fahren musste. Das war voll nervig, ey. Jedes Mal, wenn ein Tick, Trick und Track irgendwie überholt haben, haben die immer gesagt, nee, 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 nee. Boah. Müssen den Kopf abreißen. So, beschleunigen, driften. Sehe ich da gerade. So. Warum seid ihr alle schneller als ich? Okay. Ah, ja, den haben wir auch schon gemacht. Diese Strecke hier. Da, alles verfehlt, cool. Genau, die blauen geben mir Geschwindigkeit, sehe ich da gerade. Die roten geben mir, glaube ich, Waffen oder irgendwie so was. Chocobo-Schuss. Ich tue mich gerade sehr schlecht anstellen, ja, boah. Leute. So, genau. Wenn ich die roten einsammle, dann tut sich meine Buff hier hochleveln, ne? Und die blauen tut meine Geschwindigkeit erhöhen, alles klar. Gott. So, jetzt bin ich wieder im Rennen drin, jetzt kann man gewinnen. Muss eigentlich nur hier durch die Gegend rennen, ohne Fehler zu machen, ne? So. Ich weiß nicht, was gelbe machen. Sprint. Oh. R1 kann man auch noch machen, alles klar. Okay. Doch, ich muss doch ein bisschen zielen, habe ich gesehen gerade. Okay, ihr seid noch Anfänger, Mann. Tu mal ein bisschen langsamer machen. So. Ey, was geht, ne? Wer ist denn noch hier Erster? Wer ist noch so weit vorne? Gibt's doch nicht. Warte, dich krieg ich auch noch. Ich krieg dich. Nein! Dann krieg ich dich eben so. Da. Da, blaue Ballons brauche ich nicht mehr. Ich brauche rote Ballons. Ich brauche nur die roten. Nur die roten. Ich brauche das rote Zeug. Gib mir mehr von dem roten Zeug. Ja. So. Yeah. So. Aber darüber. Jetzt natürlich auch, ne? Ja, yeah, gewonnen. Ja, das Siegerschuss. So, hat musste eine machte eine Eingewöhnungsrunde oder zwei, aber danach ging es doch, ne? So, Gimmick Fließband, okay, Turbo für beschleunigt in angezeigtere Richtung, okay. Dann gehen wir mal mit der. Passt schon, ne? Ich glaube, ich will noch nicht alle davon machen, falls ich noch irgendwann andere Chocobos bekomme, ne? Ich glaube, ich sollte mir ja noch ein bisschen aufsparen, ne, mit dem Rennen. Voll die royale Chocobo-Musik. Ich will auch einen grünen Choco haben. So, ich glaube, wenn man, die haben irgendwie was gesagt, wenn man, ja. Irgendwas hatte ich so in Erinnerung, wenn die 2 verschwindet oder irgendwie sowas, ne? Soll man X drücken, glaube ich. So, warum seid ihr von Natur aus schneller? Das ist voll unfair. Aua! Meins. Meins. Oh, ich hätte da voll rüber gehen können, sehe ich gerade. So, jetzt habe ich das hier raus, ne? Jetzt habt ihr keine Chance mehr. Yeah. Chocobo-Schuss, so. Wer einer versucht mich jetzt zu überholen. Ja, sieht aus wie der Eingang von der Gold Sosa mit dem Mount, mit dem Mund von dem Mogri. Mann. Okay, nein, wie tue ich die ganzen Dinger hier immer verfehlen? Okay, ich wollte schon sagen, muss ich abschießen. Okay, da ist noch chillig, ne? Ja,
habe den Spaß meines Lebens hier. Wo muss ich hin? Da. Oh Gott, ich habe es nicht gesehen. So. Seid ihr noch hinter mir, Leute? Ziemlich schwache Leistung von euch allen. Ihr müsst euch schon ein bisschen mehr anstrengen, wenn ihr diesen Chocobo hier überholen wollt. So, jetzt kann ich irgendwie nach links, ne? Pass auf. Ich genau gesehen. Hier so, so, ne, so nicht. Fast. Okay. Wow, so. Wenn man hier Offroad geht, dann tut sich ja schon, weil nicht alles ändern hier. Wird dann schon richtig verlangsamen. Oh. Ja, diesmal habe ich getroffen. So. Nur denn so, ziemlich chillig. Oh, nicht so chillig. Oh. Da natürlich noch nicht mal irgendwie darauf achten, ja, was mein Chocobo ja alles so drauf hat, ne? So in den Werten und so. Kann ich irgendwie nach hinten gucken oder so? Ich tue gerade Knöpfe, passiert nichts. Oh, L2. Oh mein Gott, der ist ja direkt hinter mir. Kann ich nach hinten schießen? Ich schmeiß einfach den. Da war ein Schwarzmagier auf dem Feld. Was? Habe ich genau gesehen. Oh Mann. Nein, falscher Knopf. Ich kann nicht nach hinten schießen, glaube ich. Aber ist auch nicht wichtig, ne? Ich hätte nach rechts gehen sollen, weil da hätte ich Boosts bekommen können. Die blauen Dinger bringen mir nichts mehr. Ich sehe gar nicht genau, wo ich hin muss. Gott. Okay. Ist okay, sie sind auch so weit entfernt von mir. Wir haben keine Chance. Boom. Was ist das? Okay, cool. So, ziemlich chillig hier gerade. Neuer Rang, Bronze. So, ich mache aber noch den Kaktoren Cup, ne? Wenn wir mal einen neuen Chocobo bekommen, kann man ja mal noch mal hier reingehen, ne? So, beschleunigen, guck mal hier. Intelligenz, was bringt denn Intelligenz beim Rennen? Ja, wie ich sehe, hat der mich gerade überholt. Das bedeutet, ich muss dieses Manöver einsetzen. Diese royale Chocobo Musik. Okay. Zack. Ja, ich hab's raus. Und ihr nicht. Oh nein, die sind alle direkt hinter mir. Aua. Aua. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich hier grinden muss. Ich glaube nicht, ne? Okay. Nein, nein, ihr Säcke. Geh mal aus dem Weg. Fass mich nicht an. Red nie wieder mit mir und mein Chocobo. Ah, na, wo muss ich lang? Oh nein, da hätte ich anders. Da hätte ich ja, das ist genau wie ein Mario Kart hier. Diese eine, diese Uhrenlevel, glaube ich. Oh nein, jetzt rutschen wir auch noch. Hört er auf, mir die ganze Zeit meine blauen Ballons hier wegzunehmen? Ja, da muss ich mal in die Richtung von dem, wo sich das Ding hindreht hier. Ne? Oh Gott, ist ja voll kurz, der. Nein, du. Rock. So, alle meine Ballons, alles meine Ballons. Wie schnell ich bin, Mann. So schnell seid ihr nicht. So schnell würdet ihr euch wünschen, seid ihr, ne? Okay, irgendwann, wenn ich richtig drifte, dann kriege ich irgendwie einen Boost hin und wieder, habe ich so ein Gefühl. So, diesmal habe ich das richtig. Ja. Oh Mann.
Das blöde Drift hier. Wupp. Nein, ich wollte den gelben. Den ja. Oh Gott. Muss ich mal einmal kurz vom Sprint hier weggehen, ey. Für eine Sekunde. So, jetzt geht's los. Boah. Wir gehen nach links, da gibt's Boost. Ja. Was mich jemand überholt, tue ich mir ein paar Waffen hier aufstocken. Ausgezeichnet. Ja, was mache ich hier? So, haha. Na, wie weit entfernt sind. So. Ach ja, ich brauche gar keine Waffen, ich brauche einen Sprint. Ganz vergessen. So. Oh, dich. Ja. Cool. Hey. Cloud, freu dich jetzt noch mal. Fängt einfach an so. Yeah. Okay. Na gut, ich warte, bis wir in der Story ein bisschen weiter sind hier. Mit mehr von diesen Rennen ab irgendwie, ne? Mit mehr farbige Chocobos und so, nehme ich an, ne? Ja, ich auch. Guck, wie ich mich freue. Oh, ich habe Fans. Okay, haben wir ja alles in der Gold Sosa. Ne, wir müssen noch mal Kämpfe machen, ne? Die Kämpfe können wir auch noch weitermachen eigentlich, ne? Chocobo-Rennen, Muskelmanege. Was ist das hier? Chocobo-Laden. Habe ich da schon alles gekauft? Ich weiß da gar nicht. Ja, wo Esther ist, ne? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe da noch nicht alles gekauft. Lass mal da vorbeischauen. Und dann können wir noch am Ende mal kämpfen machen. Und dann tun wir auch wirklich in der nächsten Party die Proto-Substanz-Quest machen, ne? Ja, nicht gedacht, in der Goldsosa noch so ein paar Sachen hier zu erledigen sind, ne? Vorsicht. Nein. Nein. So, gehe ich richtig an, ne? Aua. So, hier war das. Gas hat ein Herz für flotte Chocobos. Daher der Laden hier. Nein, habe ich noch nicht alles. Und bei das. Wer weiß, ob das gut ist hier. Warte mal, hier noch. Nichts Besonderes. Nur ein hübscher Chocobo ist ein guter Chocobo. So. Hey, Esther, wie geht's für stets? Ja. Du hast nicht zufällig Bedarf für eine fähige Stallmeisterin, oder? Ja, die steht voll auf mich. So. Irgendwas wollte ich jetzt nachgucken. Ich habe schon wieder vergessen. Synthese. Genau. Ich bin wortwörtlich darauf. und zwar hier. Oregano. Liebe des Planeten. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was herstellen kann. Liebe das Planeten, kann ich noch nicht finden, glaube ich. Hier ist was Neues. Sternband. Fünf Punkte, aber egal. Quetzalkralle. Stärkt dieses Accessoire das Band zwischen Kameraden, okay. Funktioniert denn das? Muss ich gegen den Quetzalkoatl ein paar Mal kämpfen, ja, für den seine Krallen, die brauche ich irgendwie ja für die meisten Sachen. Okay, da war ein kurzer Besuch hier. So, dann gehen wir noch einmal hier zur Gold Saucer. Na, warte mal, ich habe da jetzt eine Trophäe bekommen für Johnnys 3-Sterne-Hotel. Kann ich jetzt die Truhe öffnen? Ich glaube nicht, ne? Aber ich kann ja gleich mal nachgucken. So. Ich will auch tanzen. Aua. Bin voll ins Gesicht getreten. So aus wie dieser eine Move von Sparkle aus Honka Starway. Wenn man mit ihr außerhalb Kampf angreift. Wo sie einen so backhandet mit ihren Fuß.
Wo war das nochmal? Battle Square, ne? Ja. So, dann gehen wir nochmal da rein, ne? Wir haben ja gegen den Quetzalcoatl gekämpft, ne? Und ich weiß nicht, den haben wir ja geschafft. Vielleicht schaffen wir den nächsten auch, ne? Aber gucken wir uns erstmal alles andere an, ne? So, Gassi mit Gulen, Chronik des Roten Kriegers hätte ich natürlich gerne. Das wäre für Red 13. Dann machen wir jetzt mal die hier, ne? So, Cloudbird. Jo, für Tifa Aris Red 13. Irgendwie gefällt mir die Konstellation. So ein bisschen Kate Tiff hier auch mit einbeziehen, aber nur wenn es gerade so funktioniert. So. Oh man, hört sie nervig aus. Ich bin bereit. Ah. Nicht mit mir. Oh wow. Okay, kann ich auch voll einfach hier. Der Feind ist geschwächt. Montisaurus. Das war's dann. Da muss ich mal an Final Fantasy 10 denken. Wenn man hier in der Wüste ist alleine, man spielt nur als Tidus und weiß nicht, da kommt so ein geskripteter Kampf, wo man gegen so einen Vogel, wo man gegen so einen Vogel kämpfen muss. Ne? Man läuft einfach so ganz einfach einsam durch die Wüste. Vor allem beginnt der Kampf. Man sieht erst nur so Tidus, wie der einfach so da steht im Kampf und dann schwingt die Kamera zu so einem gigantischen Vogel. Und Tidus denkt sich einfach nur so, oh Mann. So ein witziger Moment, ey. Weiß nicht, ob der irgendwie gedacht war, irgendwie witzig zu sein, aber der war. Ja, du läufst einfach so durch die Wüste, so. Sieht man erst noch Tidus. Dann sieht man diesen gigantischen Vogel, der irgendwie 20 mal größer ist als er. Und Tidus einfach nur so. Oh, da könnte ein bisschen. Der könnte ein bisschen knackig werden. Oh, falsche Tastenkombi. So, ja, macht mal irgendwas. Ich mach mal den hier. Ja. Oh. Stimmt, da war dieser Angriff, der voll stark war, ne? Ja. Wir tun auch nebenbei hier voll gut leveln, ne? Hm. Ist auch nicht schlecht. So, währenddessen. Tausende Meilen entfernt. Oh nee, Todeskrallen. Was bist du in der Mitte? Haben wir gegen dich schon gekämpft? Ich glaube nicht, dass ich hier. Die können einen One-Shotten. Weil aber die kündigen den Angriff an, ne? Ah. Oh Gott. Ich habe wortwörtlich seinen Namen gesehen und gedacht so. Alice! Was zum. Ey! Was ist denn da passiert? Oh. Red. Oh mein Gott. Oh. Red, kannst du heilen? Nein. Ah. Oh, da war jetzt ein bisschen doof. Red, kannst du heilen? Ich meine, du hast auch Vita, ne? Nein. Oh mein Gott. Ja, da bitte nichts. Zurück gehen die gerade alle auf Red los. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Kann ich mich irgendwie heilen? Irgendwie? Nee, ne? Warte mal, du hast Chakra. Du hast Chakra. Ich habe es noch nie eingesetzt in diesem Spiel. Ah! Na! Ja, ich glaube nicht. Okay, man muss sich hoch rein hier. Okay. Ich nehme an, diesen Kampf können wir noch nicht machen. Ich bin mir ziemlich sicher, den könnten wir schaffen, aber. Ja. Papa? Nein. Okay, gut. Nachricht angekommen. Ich will trotzdem noch mal andere Viecher gleich versuchen. Gassi mit Golen. So, da müssen wir wieder nur mit zwei Leuten, ne?
Also hat Yuffie mittlerweile, oh, Yuffie hat sogar aufgeholt hier so ein Level. Ne, irgendwie nicht. So, Kate safe. Da wird aber nicht gut ausgehen, leider. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas anderes, was wir machen können hier? Nee, ne. So, also was wir versuchen hat jetzt noch mal. Aber dieses Mal nehmen wir Cloud. Was muss ich da noch mal bekämpfen? Weil nicht. Ares, dann gehen wir auf die Seite und nehmen Barret, Yuffie und Red 13. So. So ein bisschen auf Fernkampf, ne, damit die uns nicht one-shotten mit ihrem blöden Todesangriff. Genau, der Kampf war jetzt nicht so. Ich bin bereit. Jetzt oder nie. Und das Viech lässt sich ja sehr schnell erledigen. Wow. Kann ich dadurch angreifen? Ne. Gegen anfällig, weiß nicht. Volle Konzentration. War ja. Jetzt erst recht. Komm her. Ja, auf mich warten. Nein, dieser blöde Tornado. Neuer Versuch. Verzieh dich. Bock. Los. Ja, jetzt haben schon wieder die angefangen, gesagt, dass sie. Ey, dieser blöde Tornado. Ehrlich? Ah, da komm her, du Stück. Ich bin ja mitten in Angriff mit diesem Viech, ne? Und der kommt hier und tut mich die ganze Zeit abbrechen. Er kommt. Nein, 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 nein. Oh, das kommt auf mich zugestürmt. Ja, genau. Ich musste mal irgendwann so eine Mission machen mit dem, ne? Da war ja einer dieser Kämpfe hier. Ich sollte den besiegen, ohne von denen angestürmt zu werden, glaube ich, ne? Irgendwie so was. So, jetzt diese Situation noch mal. Weiß nicht, warum die hier so heftig gerade war. Aber dann ist alles im Berg, ist alles bergab gegangen, nachdem irgendwie hier Ares hier festgenagelt wurde von einem dieser Bücher. Nein, 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 nein. Was für eine Gelegenheit. Nein, 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 nein. Hey. Geh mal runter von ihnen. Nein, der Fresse. Oh mein Gott. Ich will. Hey, ich will. Ja, boah. Ich will auf alle losgehen, nur nicht auf die, die ich gerade anvisiere. Okay, gut, der geht alle auf mich los. Oh Gott. Ah, Vorsicht. Okay, der andere ist. Okay, dieses Echsen-Ding hier ist ziemlich chillig zu bekämpfen. Verdammt. Nein. Das Ende naht. Alter. Ja, Leute. Ey, das ist unfair. Okay, nur noch er ist übrig. Okay. Ah, super. Ich kann ja niemanden befreien, wenn der hier einen festnagelt. Weg, du Stück. Jawohl.
gar nicht so schwer, Mann. Meine Güte, der war gar nicht so schwer. Leute, stellt euch nicht so an. Nur die Starken überleben. Ja, ich habe diesen einen Kosmo-Angriff hier eingesetzt, denn der hat den voll kalt gelassen, ne? Hat weiter hier Yuffie auf dem Boden festgenagelt. Das Schwein. So. Aber noch mal. Cloud, Barrett, Aris, Tifa, Yuffie, Kitzef. Weiß nicht, ob er deswegen irgendwie voll hinterherhängt mit den Erfahrungspunkten. Weil ist ja nicht einer von diesen Gangster-Typen. Oh, du bist so weit von auf mich losgehen, ey. Wie viel Schaden hast du gerade gemacht? Oh, wie Spinne. Bert. Geh mal auf dich los, wenn du so viel Schaden machst. Verzieh dich. Also, was ich mache, nimm das und das und das und jenes. Oh mein Gott, er haut ihn ja voll kaputt. Mein Gott, Aris, so lange wie du brauchst hier, um dein ATB zu füllen, ne? Um uns zu heilen, ne? Das dauert jedes Mal ewig, bis sie hier irgendwie. Okay, das hat nichts gemacht. Ziemlich schwach. Oder einer Typ ist voll nervig, ey. What? Was? Was? So. Und boom. So. Wie haben wir den so viel noch nichts abgezogen, ey? Soll ich vielleicht mal heilen, während der mir gerade abballert? Alter, der macht 2000 Schaden mit so einem Charge-Angriff. Mal angedöst. Matra Magie, was? Das ist ein feines Können Angriff. Da schießt man Raketen. Mein Einsatz. Mein Gott, ich bin die ganze Zeit hier auf dich am Warten, ne? Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Wie schmeckt dir das? Barrett, der Held. Mein Gott, ist der nervig. So, halt du ihn fest und ich ball auf ihn. Schlitz ihn auf, meine ich. Kaut du einfach eine Knarre raus. Er fängt an mit seinem Schwert zu schießen, so wie Squall. Das ist eine Gunblade. So, warte mal auf der anderen Seite. Oh Mann. Es hat schon wieder so ein gepanzertes. Diesmal gehe ich auf den Gockel als erstes. Ey. Die Vögel sind immer die nervigen. Habe ich Sorge für. So, eine Sekunde. Warte mal nochmal. Ja, sie hat den hier stürmischer Ansturz. So. Na, da hat nichts gemacht. Na, Yuffie. Nein. Was ist dieser Heavy Metal im Hintergrund? Yuffie ist einfach so flexibel zu spielen, ey. Aua.
Okay, Tifa ist schon wieder fast am draufgehen, ja. Ich verprügel ihn, während er auf mich zukommt, ey. Aua, aua. Okay, Ziff. Irgendeine Magie, irgendeine. Vielleicht ist er effektiv. Ist er sogar. Ich fasse es nicht. Hast du auch Feuer? Nein, aber Aero. Ja, was ist das? Wow, 2800 Punkte. Okay, der ist weg. Oh, alle sind aufgelevelt, ausgezeichnet. So, er hier. Du bist wahrscheinlich nerviger, ne? So. Na, ganz vorsichtig. Der ist wahrscheinlich wieder anfällig gegen... Ich tue mich lieber heilen. Oder soll ich tiefer heilen? Ich halt tiefer, ne? Okay. So, ihr macht den schön von hinten kaputt, während ich hier die Aufmerksamkeit auf ihn ziehe, ne? Seid ihr im Plan? Ja, ne? So, gegen was könntest du denn anfällig sein? Ich kann eine Synchro-Fähigkeit machen. Sag. Ah, oh, da war cool. Und Yuffie macht auch mehr Angriffe mit ihren Synchro-Fähigkeiten, ne? So. Ich würde jetzt mal raten, du bist anfällig gegen Gewitter. Ne? Pokémon-Logik. Sobald ich wieder näher angehe, ne? So, herkommen. Ausgezeichnet. Einfach alles auf den drauf gedonnert. Okay, cool. Okay. Ja, die Kämpfe kann man auch schaffen, anscheinend. Gewitterohrring. Wow. So. Zwei sind noch übrig. Cool. Magisches Zahnrad. Das ist ein Accessoire. Aber das machen wir irgendein andermal, ne? Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir erstmal die Protosubstanz Materia. Da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen leveln, ne? Und dann können wir noch mal zurückkommen hier und können es noch mal versuchen, ne? So, warum fehlen mir so ein paar HP? so 10 HP oder so fehlen mir mit jedem Charakter, was? Gut. Hey, hey, hey. Na dann mal rein hier. Tiefer, ah, nee, für sie wollte ich ansparen, ne? Genau, weil ich für sie nichts hatte. Gut, dann haben wir wieder hier ein paar Sachen erledigt in der Gold Sosa, ne? So viele Sachen sind hier nicht mehr übrig. Ich habe mal versucht, hier diese Monster zu erledigen, ne? Mit ihren Bonusvoraussetzungen, weil dann gibt es auch immer irgendwie Gruppenpunkte und so, ne? Wie weit sind wir da? Ja, vielleicht will ich erstmal die Protosubstanz hier machen, um zu leveln und so, ne? Wenn unsere Chancen irgendwie besser sind. Ich weiß es nicht. So, kann ich mir die Materie noch holen? Dann haben wir, glaube ich, hier alles, ne? Ich glaube, ich kann hier mal noch zweimal holen, ne? So, 2500. Blah. Die Stufe wird auch nur um einen erhöht, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na gut. In der Goldsauce haben wir abgesagt. Nächstes Mal geht es dann echt mit der Protosubstanz Materie weiter. Ich werde vielleicht mal versuchen, gegen die Monster hier zu kämpfen nochmal, um die Bonus-Voraussetzungen zu erledigen, ne? Kann ich das hier sehen? Hier kann ich das sehen. Oder nicht? Wo sehe ich das? Nirgendwo. Ja. Lass dich nicht betäuben, lass versuche Gewinne ohne verschluckt zu werden. Ich weiß nicht, wie man das machen muss, aber irgendwie wird das schon klappen, ne? Die Gegner leveln ja alle mit mir, sehe ich gerade. Oh Mann. So wie dazu. Aber irgendwie werde ich das schon herausfinden. Einige von denen hier waren auch relativ nervig, aber irgendwann habe ich das dann mal herausgefunden. Ne? So, gut. Aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Oder kümmere ich mich offscreen, ne? Beim nächsten Mal geht es dann mal weiter mit der Protosubstanz. Sorry, wir starten meine Protosubstanz-Quest, ne? Um zu sehen, was da so los ist, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ist mein Schwert da? Ja.